Hallo YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Höhle rein und ich wollte gerade wie bei Tribes mit Rechtsklick fliegen. Was auch sehr gut funktioniert hat, wie man gesehen hat. Mhm, ja. Das habt ihr noch nicht gesehen. Wie man gesehen hat. Oder so. Irgendwie. Ja, wir haben das letzte Mal den Alchemy Bag gemacht. Deshalb gehen wir jetzt auch gleich mal auf eine Rohstofftour, Materialientour, wie auch immer. Und werden hier ein bisschen die Höhle ausräumen. So. Gut, hier sind wir wieder. Und ja, ich ruckel schon wieder so mit der Hand rum, dass es aussieht, als ob es laggen würde oder so. Aber es läuft auf 50 Frame. So. Pro Sekunde. Ich leuchte hier einfach mal alles aus. Ah! Und hier sind wir bei der Schlucht. Das ist schön. Hier will ich allerdings noch nicht hin. Das kann noch warten. Ich glaube, hier die Schlucht ist auch irgendwo unter... Was? Achso, ne, hier ist. Gut. Irgendwo unter der Erde. Weil sonst würde man hier irgendwie raussehen. Nehme ich mal einfach an. Ich muss ja eigentlich hier nichts mehr zubauen, weil ich überall fliegen kann. Aber falls ich einfach mal zu verschwenderisch mit meinem Jetpack umgegangen bin oder... sonstiges. Aber ich denke mal, das wird schon einigermaßen hinhauen, wenn ich Hovermod jetzt drin lasse. Hovermod? Hovermod? So heißt sicher eine neue Mod jetzt, die rauskommt. So, hier geht's auch runter. Ist auch ein bisschen groß hier. Ein ganz bisschen. Ganz kleines bisschen. Und hier ist schon wieder noch. Hier wird man ja blöd. So, ich fliege jetzt einfach mal hier zurück und baue hier einfach ab. Die kommen hier sowieso nicht hoch. Ja. Ach, und. Hahaha. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Nein, keine rote Bumsen hier. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Bam, Headshot. So. Ja. Mhm. Waren ein paar Headshots. Totaler Zocker hier. Nee, Ah ja, und falls ich ein bisschen komisch klinge, das ist einfach, weil ich noch gerade meinen Frühlingsschnupfen habe. War auch übrigens in den... Warte mal. Zwei vorigen Aufnahmen so. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwie zwei sind, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Bevor ich dann irgendeinen Schwachsinn labere... Was mir ganz gut mal gelingt, so ab und zu mal. Schaue ich dann lieber mal nach. Jö, ja, oh. War ich hier? Ah, hier ist wieder raus. Achso, hier bin ich ja vorhin auch raus und jetzt wieder rein. Aha! Okay. Gut, das heißt dann wir. Ach, wie schön.
Und ich hole mir noch meine schnell meine Erfahrungspunkte ab. Einfach weil ich so Erfahrungspunkte geil bin. Oh, nee. So, wir werden hier ein bisschen Eisen abbauen. Bitte sind es nur zwei, bitte sind es nur zwei, bitte sind es nur zwei, bitte sind es nur zwei. Gut. Danke sehr. So, dann als nächstes gehen wir wohin? Wir gehen. Oh, hier ist ja noch eine Abzweigung. Wer hätte das erwartet? Ist ja so eine kleine Höhle an sich. Ja, nein. Sau. Ha! Ich hab gewonnen. Mal wieder. Ja, wenn der Spieler weniger oder gleich viel Erfahrungspunkte hätte, Lebenspunkte hätte, wie so ein Skelett oder so. Oder Mob im Generellen. Dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schwer, hier zu überleben. Jetzt fällt ein Creeper runter und Kaboom! Wäre irgendwie perfekt jetzt gerade. Bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht runter! Ich denke mal, der würde mich sowieso nicht sehen hier in der Ecke. Aber ich bin lieber vorsichtig und will es nicht irgendwie großartig verschreien. Beziehungsweise anlocken. Soll ja bekanntlich ab und zu mal so sein, dass wenn man entweder jetzt, wenn man irgendwo gut ist und das irgendwie zu stolz jetzt irgendwie sagt oder so, dass genau dann wieder anders wird. Oder wenn man jetzt sagt, genau das wird passieren, bei schlechten Sachen irgendwie, ne? Dann passiert das auch öfter. Soll ja mal so gewesen sein bei irgendjemandem. Ist mir selbst auch schon passiert. So einige Male. Also das mit dem Verschreien, also dass man, wenn man gut bei irgendwas gerade ist oder so, wenn man einen Lauf hat und dann irgendwie so sich stolz da präsentiert quasi, dass es dann schlechter wird, das verstehe ich ja noch irgendwie, dass das irgendwas mit der Psyche vielleicht zu tun hat, dass man sich dann irgendwie so zu sehr entspannt und nicht mehr konzentriert, weil man denkt, ja, man ist sowieso so gut und hat einen Lauf und bla. Aber das mit dem, dass man jetzt sagt, es kann nur noch schlechter werden und es ist so scheiße und dann ist das wirklich so. Das kann ich mir nicht erklären. Aber wirklich gar nicht, da habe ich null Plan. Bin aber auch kein Psychologe und, nee, warte mal, was hat nichts mit Psychologie zu tun? Ich bin kein Glücksforscher, whatever rest, ha. Ja, aber auf jeden Fall, solange man weiß, man sollte sowas nicht machen, ist das, denke ich mal, gut genug. Kommt von da hinten eigentlich was? Nein, von da wird nichts kommen. Aber man kann trotzdem von hier oben abbauen. Ich denke mal, ich ziehe mal kurz einen Chat. Badpack an. Weil dann kann ich das wieder aufladen und so. Danke. Jetzt kann ich ganz normal weitergraben. Oder buddeln. Oder was ich auch gerade hier mache. Jetzt abbauen. Rohstoffe. Wir könnten dann auch ein bisschen Monster Slayer spielen. Okay. Nee. Ach, okay, ja. Nehmen wir es halt mit. Dann. Schlucht. Oh, ich dachte, ich bin in der Schlucht. Okay, eigentlich dachte ich es nicht, weil ich bin irgendwie nur in so einer Höhle neben der Schlucht. Oder. Obwohl, ist eigentlich in der Schlucht, ja. Dann hier noch ein bisschen was und dann noch mal da hier noch ein bisschen Bronze, habe ich ja mal gesagt, Kupfer. Fällt mir nur gerade mal so spontan wieder ein, dass ich das irgendwann mal irgendwie gesagt habe.
Wie ich da drauf gekommen bin, keine Ahnung. Wahrscheinlich, Oh, irgendwie. Wahrscheinlich wegen Silber und Gold, weil ich das gerade zuvor oder davor gelesen habe. Weil es gibt ja auch Silber und Gold hier in Tekkit. Silber gibt es zwar nur in Tekkit, aber Gold gibt es auch in Minecraft. Und ich habe keine Ahnung, was ist jetzt irgendwie. Warum ich das sage, aber das weiß doch irgendwie jeder. So, nein, da ist die Schlucht. Gehen. Ach ja, das ist ja. Ich bin noch. Ach so, genau, da geht's ja da runter und dann, gut. Und da in. Da oben, glaube ich, waren wir schon. Nein, da waren wir nicht, okay. Ach so, nein, das war das. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen tiefer runter. So, ja, direkt ans Erz ranklatschen ist immer gut, weil dann kann man das so gut abbauen. Und hier war ich auch schon. Fällt mir gerade mal so auf. Aber ein Smaragd werde ich abbauen. Weil die Smaragde? Ja, die Smaragde. Ich denke mal, Kohle brauche ich nicht mehr unbedingt. Lasse ich jetzt einfach mal liegen, so nebenbei, irgendwo. Gibt es eigentlich noch irgendein Erz oder irgendwas, was wir noch nicht abgebaut haben? Frage ich mich gerade nur zu dem Ball. Ja, weil wenn ich schon hier irgendwo in der Höhle bin und Rohstoffe suche, kann ich auch gleich vielleicht irgendwas suchen, was ich noch nicht habe. Und da habe ich gerade so viel gesehen. Und da kann nichts runterfallen, das ist gut. Kupfer haben wir eigentlich auch schon genug. Ach ja, genau, das war ja so irgendwie, dass wenn das in der Nähe was abgebaut wird, dass das dann runterfällt. Habe ich schon ganz vergessen. Zumindest, ja. Zumindest jetzt gerade nicht dran gedacht. Also an EMC haben wir jetzt dann schon wieder einiges, was wir nach Hause schleppen. Und da war ich auch schon. Achso, das ist so ein Rundgang. Okay. Okay, okay, okay. Ach, ist auch schön hier. Aber die Höhle kommt mir irgendwie bekannt vor. War das nicht schon irgendwo in der Nähe hier? Also nicht in der Nähe hier, sondern wo ich schon hier war in Tekkit Let's Play? Oder war das irgendwo in einer anderen Höhle? Bei einer. War vielleicht doch nicht hier in Tekkit Let's Play. Und ich wollte ja eigentlich weiter runter, warum bin ich dann weit nach oben? Da ging es doch steil nach unten, oder? Ging es nicht steil nach unten? Ja. Obwohl, Na egal. Da ging es wieder rauf. Ich mag das nicht, wenn ich von hinten abgeschossen werde. Wo bin ich hier? Warte mal. Nee. Irgendwie das bekommt mir. Das kommt. Dieses Teil. Abstieg hier. Abteil bekommt. Kommt mir so bekannt vor. Wahrscheinlich gerade. Warte mal, wo ist denn das? Wasser hier. Wahrscheinlich
wegen dem vorigen Minecraft Let's Play, das ich gemacht habe. Und dann abgebrochen habe. So nebenbei, warum ich abgebrochen habe. Ja, weil ich zwischendurch einfach mal keinen Bock mehr auf das hatte und dann habe ich einfach Take It angefangen. Habe ich dann nicht weitergemacht, weil das dann irgendwie noch mit einem alten Mikro war und dann wollte ich einfach so ein bisschen, ja, eine Abtrennung quasi machen. Aber sonst, ja, ich wollte eigentlich nach unten. Jetpack halb voll noch. Gut, hier geht's nicht nach unten, hier geht's zum Creeper. Es geht hier auch nicht nach unten. Oder hier vielleicht? Vielleicht genau hier ist nach unten. Sehr gut. Ausgezeichnet. So. Ja. So. So. Auf jeden Fall. Nach diesem leckeren Steak. Oh. Oder, ja. Schnitzel. Würde ich sagen, beende ich mal wieder diese Folge hier. Mit einem Panoramablick in diese Höhle. Ist denn irgendwie. Da wird es ein heller. Oder es kommt einem nur heller vor, weil das Schwert dann nicht mehr da ist. Hm? Wenn ich da beide Hände rülp. Egal. So. Viel Spaß mit diesem Panoramablick. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.